So, das ist wie gesagt unsere erste Landschlacht. Und, also es ist, glaube ich, nicht die erste Landschlacht des ganzen Spiels, aber auf jeden Fall die erste Landschlacht in diesem Krieg gegen die Mogulen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir diesmal keine Festung zerballern müssen und können und auch keine Stadt zu erobern haben, sondern dass wir freies Feld überwiegend haben. Wobei wir gerade eben ja auch schon freies Feld überwiegend hatten, obwohl es ein Stadtangriff war auf Gujarat. Mal gucken, wie das hier gleich aussieht. Und eins ist wichtig, wir sind am Anfang zahlenmäßig leicht überlegen und werden dann nach und nach ja, unterlegen sein. Ungefähr 1 zu 1,5 ist das Verhältnis dann irgendwann. Aber die besseren Truppen haben wir. Das ist auch wichtig. So. Also doch, ein paar Siedlungen sind hier. Das könnte dieses eine Dorf sein, auf dem die Feinde standen. Hier sind die am Aufstellen. Oh, und hier oben auf diesem Hügel können wir wunderbar unsere Artillerie positionieren. Hier ist eine kleine Mauer. Aber ich werde natürlich dann die Artillerie jetzt noch nicht abprotzen. Sondern die muss ich dann noch ein bisschen gedulden, bis ich die dann hier irgendwie hingebracht habe im Verlauf der Schlacht. Damit sie hier runterschießen kann. Gut. Gedeckt wird das Ganze natürlich von unserer sehr, sehr guten Infanterie, die wir hier, wie gesagt, gleich reichlich vorhanden haben. Gleich 8 Einheiten. Und die werden wir auch auf jeden Fall nutzen und brauchen, diese Einheiten. Und das ist Nummer 2. Die tue ich mal hier hin. Und die Nummer 3. Die kommt dann hier neben. Und dann haben wir nochmal die hier. Die kommen hier hinten hin. Und hinter sie dann diese Kollegen nochmal. Wir haben eine Generalsleibwache, die darf sich hier aufstellen. Und wir haben verschiedene Kavallerieeinheiten, die ich einerseits gerne hier aufstellen möchte. Und diese Chateaunal-Schützen, die sollen sich mal da oben hin bewegen. Hier am besten. Und ich glaube, da haben wir eine gute Aufstellung und sagen, los geht's! Und die müssen sofort nach vorne, die Kanonen. Auch unsere Truppen müssen ratzfatz hier hin. Auch wenn es jetzt weh tut, ihr müsst ein bisschen rennen, Jungs. Nützt alle nichts. Und unsere Kavallerie muss auch nach vorne kommen. Artillerie am besten hier so hin. Aktiv? Ja, das kriege ich schnell hin. Keine Sorge. Die Feinde verstecken sich wunderbar und wir werden auch nicht umzingelt, weil da hinten kommen die Verstärkungen, wo ich jetzt mit dem X bin, die sehe ich auf der Karte. Und unsere Kavallerie müssen wir vielleicht dann doch ein bisschen zurücknehmen, weil die Feinde sich sicherlich ein bisschen anders aufstellen werden. Ich denke, wir können uns erstmal da einstellen dann besser. Unsere Artillerie ist hier ganz gut beraten. So vielleicht, genau. Müde schon, das ist nicht gut. So. Und hier gibt es gleich auch schon fast die ersten Gefechte, würde ich mal sagen, oder? Unsere Truppen hier unten sind frisch. Ist doch gut. Und nach dieser kleinen Bewegungsphase, wo wir außer Atem, müde sind. Müde, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das darf nicht einreißen. So, jetzt ist unsere Artillerie gleich in Position. Der Feind feuert auch, aber wir sind jetzt in Position. Und ich lasse unsere Artillerie jetzt abfrotzen. So. Zack, zack, bitte. Und wir schießen mal direkt hier in den fetten Pulk rein. Da, wo die Hindu-Musketiere sind und auch die anderen Einheiten. Und ich sage, auf geht's. Feuer! Da rein! Und Feuer! Jawohl!
Das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Hier haben wir schon mal einiges getroffen. Noch nicht unendlich viel, aber schon einiges. So, da ziehen sich bereits die ersten Kamelnomaden zurück. Wir haben noch keine Soldaten verloren. Doch hier sind ein paar weggestorben. Und die Feinde ziehen sich irgendwohin zurück. Das finde ich jetzt gar nicht so proper. Und wir schießen aber weiter auf die Truppen. Hoffentlich treffen wir mal ein bisschen was. Das wäre doch mal gut. Wir können auch hier auf diese Einheit schießen, da auch ein paar Zamidari-Reiter und Kamelnomaden sind. Gehe ich mal auf die Artillerie hier. Und unsere Feinde, die sollen nicht sich verbinden mit ihrer Verstärkungseinheiten. Deswegen gehe ich gleich mal rein. Hier kommen Hindu-Musketiere an, Zamidari-Pikiniere und Hindu-Musketiere. Und nochmal Pikiniere und Schwertkämpfer. Also wir haben den Vorteil, dass wir Fernkampfeinheiten mehr haben. Oder einen größeren Anteil. Nochmal Bagier-Infanterie und nochmal Bagier-Infanterie. Was haben wir da hinten? Kamelnomaden. Die wollen wir direkt mal abfangen. Und unsere Bagier-Infanterie kommt auch noch als Verstärkung. Und ich sage Feuer, auf geht's. Ja, hier werden die Leute gerade abgeschlachtet von unserer Artillerie. Die kommt sehr gut von oben rein. Und unsere Kanonen dürfen sich das Feuer frei ausüben. Feuer, sehr gut. Hindu-Musketiere und so weiter werden geschlagen. Ihr geht mal ins Karree. Und ihr auch. Und unsere eigene Kavallerie, die darf noch ein bisschen abwarten. Da kommt erstmal jede Menge Kamelnomaden. Die wollen wir, gleich vier Einheiten, Donnerwetter. Die wollen wir erstmal vernichten. Anhand mit den Karrees. Feuer! Jawohl! Und ihr auch bitte. Zack, da haben die keine Chance gegen Karrees. Da kommen noch mehr Knaller. Und wir schießen und nah kämpfen, was das Zeug hält. Und ihr könnt, glaube ich, auch hier schon wieder schießen, oder? Jetzt macht es mir egal. Die haben erst einen Mann verloren und die haben gleich eine ganze Einheit verloren. Da könnten unsere Kavalleristen gleich nochmal reinhauen. Zum Abschied. Komm, hau nochmal rein. Weil dann sind selbst Kamelnomaden leichte Gegner. Ja, da hinten geht's auf die feindliche Artillerie. Und auch auf die Zamidari-Reiter. Die kriegen auch einiges ab. Ich gehe mal kurz hier hin. Da. Schon fast die Hälfte der Einheit weg. Das ist sehr, sehr gut. Und hier im Nahkampf sieht's auch anders aus. Unsere Bagier-Infanterie hilft, unsere Artillerie abzuschirmen, weil ich gerade überlegen bin, hier könnte man fast schon mit Kartätschen reinhauen, oder? Aber die Zamidari-Reiter verlieren ja auch gut rum, solange das noch der Fall ist. Und hier sind auch unsere Hindu-Krieger noch als Backup. So, die haben wir, glaube ich, jetzt hinreichend vernichtet. Die Kamelnomaden da spießen sich auch auf und werden noch abgeschossen. Unsere Polygare haben noch keine Verluste. Und da sind auch schon wieder die nächsten weg. Und ich lasse auch diese abfangen. Je mehr feindliche Truppen wir vernichten, desto besser. Hier haben wir erst drei Mann verloren, hier erst zwei. Also die Kamelnomaden haben keine Chance gegen Infanterie. Und das rechne ich, wenn es im Karree ist. Und wenn sie auch noch abgefangen werden von unseren Truppen. Die jetzt hier und hier. Dann haben wir zwar hier ängstliche Pferde auf unserer Seite. Auf der Negativseite. Aber die Feinde werden abgeschlachtet, weil sie einfach schneller sind als die anderen. Seht ihr hier wunderbar. Die laufen da rein und werden dann abgefangen einfach nur. Und haben keine Chance da rauszukommen. Und beide Einheiten verlieren jetzt reichlich Truppen. Und da es ja eine Feldschlacht ist, ist es wirklich wichtig, dass wir die Feinde lange verfolgen. Ihr wisst, ihr kennt ja das, ihr wisst ja die Gründe. Hindu-Musketiere gegen Bagier-Infanterie, überhaupt keine Chance. Unsere eigenen Hindu-Krieger müssen hier jetzt mal ganz fix rein. Wir sollen Schwertkämpfer in der Flanke angreifen, damit unsere Bagier-Infanterie nicht komplett vernichtet wird. Und da haben wir schon die Hälfte der Artillerie weg und auch die Zamidari-Reiter. Also hier haben sie jetzt noch zwei von vier Kanonen übrig und ihr seht auch, die Kavallerie wurde ordentlich mitgenommen. Also es läuft sehr, sehr gut aktuell. Hier noch irgendwie was. Ja, unsere Infanterie, die ist ja hier völlig überflüssig. Die kommt jetzt mal hier runter. Und da haben wir die Musketiere besiegt und jetzt geht's hier in den Nahkampf. Angriff. Auf die islamischen Schwertkämpfer. Jawohl. Von hinten rein, damit unsere Bagier-Infanterie gestützt wird. Sehr gute Aktion. Muss ich auch mal selbst loben hier. Naja, gut. Unser General könnte theoretisch auch noch eingreifen, aber der ist, glaube ich, zu weit weg noch, oder? Nee, der ist noch in der Nähe sogar. Komm mal her. So, unsere Polygare sind hier oben. Und das nutze ich mal aus, um sie gleich wieder wegzuholen, weil da ist zu bunt da oben. So, die sind jetzt im Karree, das bringt aber gar nichts mehr. Da sind die wahren Feinde, hier haben wir Zamidari-Pikiniere. Auch die kann man, glaube ich, außerhalb eines Karrees besser bekämpfen als innerhalb eines Karrees. Und die feindlichen anderen Einheiten haben wir längst besiegt. Polygare sind immer noch ohne Verluste. Wenn noch außer Atem. Aber gut, das muss jetzt uns egal sein. Da kommt Zamidari-Pikiniere und die werden wir jetzt abschießen, hoffe ich. Feuer.
Der feindliche General ist tot. Afzal Khan, das ist schon mal gut. Irgendein Nahkampfmensch muss ihn umgemurkst haben. Feuer. Jawohl. 12-mal mit einer Salve tot. Das ist ganz gut, wenn es nicht lieberweise Feuern ist. Und hier haben wir einiges geschafft. Die Hindu-Musketiere und die Samidari-Reiter sind erschüttert. Und hier sind wir gerade dabei, die letzte Kanone, die jetzt noch übrig ist, zu vernichten. Und die Kamelnummern der Feinde werden von unseren Hindu-Kriegern aufgehalten. Hier flieht alles außer unsere eigene Einheit. Das ist doch mal echt gut. Doch, unsere Bagheer-Infanterie fliegt auch. Und diese Bagheer-Infanterie kann auch mal hinterher, wobei jetzt eine Massenpanik eingesetzt hat. Bitte weiter verfolgen. Oh ja, sehr gut. Oh, hier sterben sie. Und da auch. Perfekt. Hier schießen wir noch hinterher. Auch das hilft sicherlich. Und dann kommen auch schon langsam die ersten Verstärkungseinheiten. Hat ja perfekt geklappt. So, und dann bitte da nochmal rauf. Das sind unsere Hindu-Krieger. Die sind zwar schon sehr müde, aber die islamischen Schwertkämpfer, da bleibt nicht viel von übrig. Die Hindu-Musketiere davon hin schon. Kamelmann bleiben ziemlich viel übrig. Die Schwertkämpfer sind fast weg. Aber diese sehr, sehr teure Einheit hier ist komplett weg. Und die Artillerie ist jetzt auch weg. Sehr gut. Dann kann unsere Artillerie sich kurz mal erholen. Und wir können unsere Truppen neu positionieren. So, unsere Kavallerie wird auch neu ausgerichtet. Haben wir noch welche Truppen? Nein, nur fliehende Kamelnomaden und Samidari-Pikiniere. Wir sind langsam dabei, jetzt die Oberhoheit der Schlacht zu gewinnen. Und wir haben noch fette Verstärkung. Drei komplette Einheiten oder fast komplette Einheiten bei Bagheer-Infanterie sind hier. Die hole ich sofort nach. Die können, glaube ich, auch wieder rennen, oder? Frisch, 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 dann rennt mal. Die sind auch frisch und auch fast komplett. Die dürfen hier auch hin. Und ihr seht, hier kommen die Samidari-Jungs und werden abgeballert von unserer Bagheer-Infanterie. Und tschüss. Und natürlich ist die schlechte Moral jetzt auch ganz, ganz schlimm für die. Ihr seht ja, mitgenommen, sehr müde, besorgt General tot. Und, weil sie die Pikiniere nicht richtig, die Piken nicht richtig verwenden, werden sie auch im Nahkampf jetzt geschlagen. Und ich könnte sogar jetzt Hammer- und Amboss-Taktik machen. Kavallerie ist zwar immer schlecht gegen Pikiniere, aber in dieser Situation können sie sogar was nützen. Weil ich glaube, ich gerade sehe, dass unsere Bagheer-Infanterie die auch alleine schlägt. Da brauchen wir die gar nicht unbedingt. Ja, ja, also unsere Bajonette sind den Piken ganz klar überlegen. So. Jetzt verfolgen, das wäre gut. Und schwupps. Auf die Samidari-Pikiniere mit den Hindu-Musketieren. Hindu-Kriegern, pardon. Und unsere eigenen Truppen schießen hier auch fröhlich rein. Ja. Hohe Verluste jetzt auf beiden Seiten hier im Nahkampf. Das ist kein Wunder. Und da kommen gleich auch die nächsten Knaller. Islamische Schwertkämpfer, ein gefundenes Fressen für Bagheer-Infanterie. Feuer. Ja, zack. Die werden, wie man so schön sagt, point blank abgeschossen. Da ist ein Kamelnomaden, das muss ja auch nicht sein. Artillerie draufschicken. Ja, hier haben wir gefährliche Gegner, die Samidari-Pikiniere zwar nicht. Ach, die Hindu-Musketiere auch nicht, aber es sind zu viele. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Und hier jede Menge Kamele, die geradezu gestapelt hier liegen. Echt heftig. Samidari-Pikiniere, die werden von Polygar noch weiter verfolgt. Ich glaube, hier sind nur noch 30 übrig, das reicht jetzt auch. Seid schon außer Atem. Und unsere Bagheer-Infanterie wird mal ganz kurz umgestellt. Nein. Ihr seid 153, 114, 133. Das ist echt sehr gut. Und auch ihr dürft ihr mal ein bisschen breiter aufstellen hier. Damit wir ein bisschen mehr von den Schützen mitnehmen. Und unsere Artillerie bleibt dabei, die Kamelnomaden abzuschießen. Jawohl. Und rein, und rein, und rein. Jawohl, sehr gut. Wow. Das sah heftig aus. Noch 22 Leute übrig. Das war schon mal gut. So, und nächstes Opfer. Samidari-Pikiniere, bitte. Hier sind auch alle Einheiten jetzt schon auf dem Schlachtfeld. Islamische Schwertkämpfer, Hindu-Musketiere, Chatonal-Schützen, bisschen Artillerie noch, die Fußmannschaft, Hindu-Musketiere, Hindu-Musketiere, Samidari-Pikiniere. Die sind erschüttert. Die auch. Die auch. Hier sind Samidari-Pikiniere gegen Hindu-Krieger. Das dürften wir verlieren. Es sei denn, er ist sehr schwach. Ja, und es geht weiter. Hier kommt Samidari-Reiter. Die bekommen auch gut was ab. Aber natürlich auch die feindlichen Pikiniere, die erwarten dann eben auch schon mehr Truppen mal gehabt. Und, weil wir können auch unsere eigenen Leute unterstützen gegen diese Samidari-Pikiniere. Also die Artillerie gefällt mir sehr gut in der Schlacht. Die hat vor allem auch Unterstützung gebracht, passive Art. Und Feuer! Feuer! Ach Mist.
Aber das hat nicht sollen sein. Die haben sich praktisch selbst aufgespießt. Was ist das? Hindu-Musketiere? Da schicke ich unsere Polygare drauf. Was haben wir hier? Chatonal-Kamelschützen. Da ziehe ich mich lieber zurück. Aber Hindu-Musketiere sind, glaube ich, ein Opfer für unsere Polygare. Hoffe ich zumindest. Attacke! Oh fuck, da haben wir jetzt abbekommen. Ah, das war nicht gut. Schluss jetzt! Nee, da waren wir ein Opfer für die, nicht umgekehrt. Dann ziehe ich uns auch schnell zurück. Also ihr merkt, auch der Feind hat Forschung durchgeführt, sonst wäre das anders ausgegangen. Da sind islamische Schwertkämpfer, die sich mit der Bagheer-Infanterie kloppen. Und hier geht unsere Artillerie rein, genau ins Zentrum. Richtig, auf die Zamidari-Leute. Und wo können wir noch drauf schießen? Hier drauf. Chatonal-Kamelschützen. Bagheer-Infanterie. Ah, Mist. Komm, dann opfer ich die jetzt. Rein da. Schwertkämpfer und Hindu-Musketiere, da können wir es mal probieren wenigstens. Und unsere Elefanten haben wir auch noch nicht eingesetzt. Komm mal her. So, die, hier brauchen wir nicht so viele von den Truppen. Einmal Bagheer-Infanterie reicht, glaube ich. Die stellen wir nochmal neu auf. Und jetzt haben wir unsere Kavallerie hier eingesetzt. Vorsicht, die sind ins Karree gegangen, die Hindu-Musketiere. Und wir ballern auch mit unserer Artillerie drauf, da wo es geht. Auf die Chatonal-Kamelschützen vor allem. Die haben wir jetzt zurückgeschlagen hier, die Zamidari-Pikiniere. Gebrochen und gleich sicherlich auch erschüttert. Und die Chatonal-Schützen werden, ja, die haben wir, glaube ich, keine Chance. Komm, hau ab. Wir haben noch unseren General. Die Bagheer-Infanterie ist noch hier dabei. Kamelschützen, Sadamidar-Pikiniere, dann hauen wir lieber ab jetzt. Und zwar komplett aus der Schlacht zurück zu bitte. Gebrochen. Die auch gebrochen nur, dann schicken wir da nochmal bei hinterher. Und unsere Bagheer-Infanterie, die wirklich die überlegenen Truppen dieser Schlacht bilden. Geht nochmal hinterher. Und unser General geht mal hier. Ne, der braucht mehr Anlauf. Der braucht mehr Anlauf. Der braucht mehr Anlauf. Auf die Musketiere. Komm. Attacke. Rein da. Ja. Oh, jetzt geht's aber fett. Jetzt haben die ein klitzekleines Problem. Erschreckende feindliche Einheit. Wow. Das ist ja echt heftig. Ja, die werden richtig rumgewirbelt. Auch in der ganzen Schlacht. Und vor allem können die kaum kämpfen, weil die restlichen anderen Einheiten auf dem Boden liegen. Das ist ja geil. Also, Elefanten eine risikoreiche Einheit, aber eine, die es auch bringt. Ja. Wir haben es fast geschafft. Jetzt nochmal hier auf die islamischen Schwertkämpfer schießen. Und unsere Bagheer-Infanterie hinzuziehen. Ein Trupp reicht. Und dazu die hier. Oh, Vorsicht. Nicht auf unsere Elefanten gehen, bitte. Und dass der General am Ende noch stirbt. Das wäre doof. Ja, dann geh halt hier hin. Artillerie, stopp. Und hier hinten. Da müssen auch noch mal ein paar ankommen gleich. Ich gehe nochmal hinterher, damit wir nicht so nahe warten müssen gleich. Aber ansonsten haben wir erstmal hier einen wirklich großen Sieg gleich errungen. Ja, perfekt. Die hauen schon ab. Alle jetzt auf der Flucht? Jawohl! Gefecht beenden! Ein glorreicher Sieg, das sehe ich auch so. Boah, alles geil. Infanterie geil, Artillerie geil. Kavallerie nicht ganz so geil, aber Elefanten auch geil. Geil, geil, geil.